So, grüß dich, ich bin's wieder, Enker Spangler Franz. Ich möchte keiner mal zeigen, wie man zum Beispiel von der Dachkamm, wo ein Wandanschluss runtergeht, den mit dem Brustblech sauber zusammenmacht. Jetzt richten wir mal einen Wandanschluss her. Das ist jetzt das Brustblech. Das haben wir jetzt auch schon hergekriegt. Da zeichnet man auf der Seite, wo man es verfolzen möchte, zeichnet man 8 cm an. So, von 6, ja, 6er. Und mit den 8 cm gehen ich jetzt da in die Abkantbänge ein, drücken wir es da ein wenig aus. Und quetscht, das darfst du ruhig wieder stellenweise ausbeugen, das beugt keiner hin. Und beugt man das dann so auf. Dann schaut es so aus. Brauche ich entweder so ein Falteneisen, oder ich suche mir notfalls ein wenig ein größer Spitzzangel. Das geht notfalls auch. Und dann vorne da einer. Und jetzt ist wichtig, dass das untere Teil, das was auf die Dachziegel aufliegt, da habe ich jetzt da schon den Bug drinnen, der muss genau den rechten Winkel stehen bleiben. Also muss ich da ein wenig mit dem Falzeisen ein wenig rummachen und dann dran ist da so zusammen. Und der rechte Winkel muss bleiben. Also wenn das Dachl ein wenig flacher ist, muss ich dann eventuell noch ein wenig nachfahren. Siehst du, den rechten Winkel, der ist wichtig. Und dann kann man meine Neigung einstellen, die ich brauche. Ich sage jetzt einmal so, das ist so eine durchschnittliche Neigung. Und da, dann jetzt da, dann habe ich da eine schöne Falte. Die kann ich jetzt nochmal anprobieren, dass das passt. Da kann ich es dann auch noch ein wenig rühren. Das ist kein Problem. Und dann, wenn es passt, dann kann ich es entweder mit der Deckzange zusammendrücken oder ich klopfe es weg. Ein wenig so zusammen, dann habe ich eine saubere Falte und die passt. Jetzt muss ich mir das dann noch zuschneiden. Also das sollte an der Wand sauber anliegen und das sollte gerade auf die Dachziegel aussehen. Und dann zum Verfalzen zeichne ich mir das an. Da gehe ich ungefähr auf die Hähne außer und da lasse ich 3 cm ungefähr stehen oder 3,5. Und mache da einfach ein wenig so eine Kurve. Da kann ich auch wieder auf die 3,5 Wasser gehen, das geht jetzt nicht so genau. Und das schneiden wir dann. Ich schneide es jetzt von der Seite, weil das habe ich im Auge. Da tue ich mich leichter. Und zwar schneide ich dann da ganz außer auf den Rand. Ich bin oben noch ein wenig gehandicapt mit meinen Armen, das wisst ihr eh noch. Aber es geht schon ein wenig. Wird aber besser. So, das schneide ich dann so aus. Dann habe ich wirklich eine saubere Falte. Die drücke ich jetzt nochmal ganz zusammen. Und da habe ich jetzt mein Seitenteil, das was
Oberkimmel. So muss ich das zusammenfalzen. Dann ist ganz wichtig, ich brauche so Grippzangen. Das dürfen so kleine sein. Ich nehme gerne die kleinen her, weil die sind recht handlich. Kann auch ein größere sein oder ein ganz großes, spielt überhaupt keine Rolle. Und dann muss man so runterzählen, damit sauber richten, dass es so passt. Und dann da Aroma. Das ist das Allerwichtige. Also versucht es gar nicht. Ich muss jetzt die Gräser nehmen, dass ich noch nicht weiter reinkomme. Versucht es gar nicht ohne das. Haut nicht hin. Da springt nicht der Falz raus. Dann schaut jetzt die Sache so aus. Da vorne muss ich sauber zusammenpassen, einigermaßen. Und dann kann ich das eigentlich ausschneiden. Ich kann es jetzt anzeichnen und nochmal weg am Bau. Muss aber nicht sein. Ich lasse einen Zentimeter stehen. Seht ihr es? Und schneide dann das um. Da komme ich jetzt ein wenig schlecht um. In dem Fall meine ich, muss ich es jetzt doch noch mehr wegbauen. Wenn ich es wegbauen muss, dann muss man es natürlich sauber anzeichnen. Da ist jetzt wichtig, dass ich da möglichst wenig Spanglerfrau einbringe, also wo ich neue Ansätze habe. Weil das reißt dann beim Falzen. Ist aber auch nicht so schlimm. Das gehört dazu. So, das schaut dann jetzt so aus. Und jetzt kann ich es falzen. Ich hoffe, dass ich es falzen kann, weil ich weiß jetzt nicht, ob ich das schon kann mit meinen Händen. Aber ich probiere es einmal. Ich mache das mehrer mit dem Dickzange. Jetzt wird es schaut jetzt da noch so aus. Das ist jetzt einmal gefalzt. Jetzt nehme ich dann wieder die Deckzange und beuge nochmal einen Zentimeter um. Aber ich meine, ich kann es jetzt bald nicht mehr beugen. Genau. So, oder? So ja. Passt er. Ich habe da einen Gehilfen. Den habe ich noch schnell auftrieben, weil sonst haut jetzt das da nicht hin.
Ist schon ein wenig schwierig mit der Ohren. Mal grob steht sauber hin, warte. Seht ihr, es geht eigentlich recht schön. Ich kann nicht richtig klopfen mit meiner Arm, aber es geht schon. Wenn ich dann so weit habe, dann kann ich die Zangen schon weg tun, dann kann ich einmal von der Seite sauber klopfen. Ich mache mir es jetzt ein wenig einfacher und setze mir es da ein wenig an. Das ist heute mein erster Tag, wo ich einen Hammer in der Hand habe. Seit langem. Mehr mag ich jetzt nicht klopfen. Und dann schaut das so aus. Dann ist das sauber doppelt zusammengefetzt. Nicht einmal eingerissen. Da gehört es jetzt noch ein bisschen zusammengedrückt, aber das kann ich jetzt nicht. Ist kein Hexenspiel, geht eigentlich relativ einfach. Der ganze Trick ist eigentlich an die Zwingen. Das wird dasselbe, wenn du boxt ohne die Zwingen, bringt er das 100% raus. Das war das. So fällt man einen Wandanschluss in ein Brustblech ein. Dasselbe nimmt man bei der Kamineinfassung her. Bei der Kamineinfassung oder wenn man einen längeren Wandanschluss hat und muss den zusammenstickeln, dann kann man entweder so falzen oder mit einem Bündnerfalz. Der geht eigentlich noch einfacher. Aber da beim Seitenteil außer ist der Bündnerfalz nichts. Da funktioniert er nicht. Zumindest meiner Meinung nach. Aber wenn man mehrere Brustbleche hat, für einen Wandanschluss vorn an der Dachgabel, dann kann man einen Bündnerfalz hernehmen. Aber der geht auch recht schön. Das ist auch kein Aufwand. Was gibt es sonst noch zum Sagen? Abonniert meinen Kanal! Genau, nicht vergessen! Ich brauche noch ein paar. Weil das zeigt denkt sonst keiner. Das zeigt denkt nur der Spangler Franz. Servus.